In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man mit Binvis sehr komfortabel Untertitel setzen kann. Zunächst erstellen wir ein neues Projekt, setzen einen Start-Time-Code und weisen dem Dokument eine MP4 oder einen MOV des Films zu. Dem Binvis-Projekt muss dann noch ein Name gegeben werden und dann klicken wir auf Save. Der Film muss dann noch über den Context-Play-Button mit dem Textfeld verknüpft werden. Nun starten wir unsere Arbeit mit Steuerung und der Leertaste, beziehungsweise am Mac ist das Control und Leertaste. Es gibt viele verschiedene. Der Film spielt ab und wir hören den Text. In diesem Beispiel schreiben wir einfach mal inhaltlich etwas sinnlos den Sprechertext als Untertitel auf. Wir entscheiden uns für einen ein- bis maximal zweizeiligen Untertitel. Ich empfehle euch, die Zeilen bereits hier so zu setzen, wie sie später im Film erscheinen sollen. Mit der Enter-Taste setzt ihr wie gewohnt eine neue Zeile. Als Faustregel gilt, pro Zeile maximal 40 bis 50 Zeichen zu setzen. Unterhalb des Textfeldes wird euch die Anzahl jeder Zeile angezeigt. Mit Steuerung und 0 springt ihr dann praktischerweise an den Start-Time-Code des aktuell aktiven Textfeldes und der Film läuft weiter. Wir hören also nochmal rein, ob alles passt. Und sobald wir einen neuen Untertitel setzen wollen, drücken wir Steuerung und die kleiner als Taste. Dadurch entsteht automatisch ein neues Textfeld, welches den aktuellen Timecode des Videos übernimmt. Wir halten das Video mit Steuerung und Leertaste an und schreiben wieder den Untertitel und so weiter. Wenn ihr einen Teil des Films nicht untertiteln wollt, dann setzt ihr hierfür einfach ein leeres Textfeld mit den entsprechenden Timecodes. Und auch am Ende des Films ist es übrigens sinnvoll, nochmals ein leeres Textfeld zu setzen, um dem letzten Untertitel eine Outmarke zu geben. Wenn wir alle Untertitel geschrieben haben, klicken wir auf den Export-Button. Hier gibt es nun die Möglichkeit, SubCap für Avid Media Composer oder eine SRT-Datei für Premiere zu exportieren. Ich entscheide mich hier für die Avid TXT und speichere diese irgendwo ab, wo ich sie später wiederfinde. Jetzt wechseln wir zum Avid und wir legen uns in der Schnittsequenz eine leere Videospur an und legen in diese einen SubCap-Effekt. Nun geht man in den Effektmodus und klickt auf Import Caption Data und wählt die eben erstellte Textdatei aus. Nun liegen alle Untertitel geschnitten in unserer Timeline. Ich muss nur noch ein paar Einstellungen vornehmen, damit die Untertitel so aussehen wie gewünscht. Allerdings, da man in Binvis die Untertitel nicht framegenau gesetzt hat, muss man nun die Untertitel noch ganz leicht trimmen, damit sie zu 100% richtig sitzen. Aber in der Regel ist diese Arbeit relativ schnell gemacht und ich habe innerhalb kürzester Zeit einen perfekt untertitelten Film.